dem blöden Begriff Schnitzel angefangen. Ich weiß nicht mehr warum. Bei jedem Ding so, um Stille zu überbrücken, Schnitzel. 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 So, Alter. Geht alles. Schnitzel! So, geht alles. Perfekt. Oh, wir müssen ja schießen, ne? Oh, wie es gleich hell wird hier, hä? Das ist geil, ne? Dass mittlerweile die Waffen auch zur Taschenlampe umgebaut worden sind. Stimmt ein bisschen bei dieser einen Mission auf der Rosana, aber glaube ich so ein bisschen den. Was, da ist die Taschenlampe sehr überflüssig geworden, ist mir mal aufgefallen. Was? Und mit diesem Barnekin oder wie hieß ja, Herr Barnekin, hast du die mit der neuen Lichttechnik schon gespielt? Einmal, ja, da ist der Nebel jetzt rot statt grün. Naja, die ist total anders als vorher. Das war ein unehrenhafter Tod. Hier liegt er wenigstens, bei mir stand er noch, als er gestorben ist. Bei mir ist er reingelaufen und dann umgefallen. Was hat das zu bedeuten, Alexandria? Meven wurde hergeschickt, um seine Ausrüstung zu ersetzen. Und jetzt finde ich dich hier, umzingelt von Romulanern und Martoks Enkeltod zu deinen Füßen. Erkläre mir das bitte. Das war nicht Kimtars Tat. Tod. Lady Cirella hat befürchtet, dass sie ihren Enkel nicht beschützen könnten. Wir waren diesen Romulanern hier gefolgt und hätten sie aufgehalten, wenn diese Hallen nicht voller klingonischer Verräter gewesen. Und wo waren sie, als diese Attentäter zuschlugen? Wir waren bei Penny. War es Penny, die Werbung? Nee, irgendwas anderes. Wir waren bei... Da gab es irgendeine Werbung, wie es mal hieß. Wo war die? Wir waren bei... Roller. So. Genau. Hören Sie beide auf, wir müssen uns darauf konzentrieren, den wahren Feind zu finden. Das war aber... Das gibt's doch gar nicht. Bei Roller. Motorroller. Ich sehe... ich sehe, Sie haben sich wieder die Verschwörungstheorien meines Sohnes angehört. Er spricht von Frieden und Wiedervereinigung der Häuser. Und doch steht er hier mit einer Klinge in seiner Hand auf der Suche nach Ruhm. Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts damit zu tun haben will. Mit Ruhm? Was ist das für ein Klingone? Worf ist schon eine Menge Pussy geworden, ne? Muss man echt mal sagen. Ja. Kaum ist er Diplomat, ist er eine Pussy geworden. So. Übrigens nochmal Dankeschön, Stoßschnitzel. Er hat neu angefangen. Er ist neu, guckt meine Videos aber sehr gerne, hat aber mit Themeras angefangen. Schön, dass du da bist, freut mich. Genau. Das haben wir schon bei der letzten TNG-Folge auf. Da wollte er ja auch erstmal gar nichts tun und nee, ich schicke kein Schiff. Ja. So erinnert er, Gott, bloß nicht irgendwas tun. Könnt ihr auffallen. Ja, und jetzt? Geht die Post ab. So, Mr. Krauselhaar ist dran, wer will? Ich mach. Während sie hier waren und am Turnier teilnahmen, rückten die Attentäter gegen Lady Cirella. Ich muss immer an dieses, Sanella Backmargarine oder sowas denken. Lady Sanella Backmargarine auf ihrem eigenen Anwesen vor. Hätten wir diese Agenten nicht aufgespürt und seine Sprengladung entschärft, wäre auch sie tot. Bei jedem Schritt bemerkten wir Klingonen, die sich im Schatten versteckten und nur heraustraten, wenn sie uns eine Klingel in den Rücken stecken wollten. Tada. Dam dam dam. Kamtar sagt die Wahrheit. Wir müssen diese Verräter finden und diesen Machenschaften ein Ende setzen. Ich habe diesen Beweis nicht gesehen. Trotzdem, ich will Ihnen glauben. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Das heißt nicht, dass wir voreilig handeln sollten. Wenn Klingonen diesen Agenten helfen, dann sind wir immer noch in Gefahr. Wenn wir diese rivalisierendes Haus identifizieren, dann müssen sie im Frieden agieren, im Freien agieren, dort, wo wir sie direkt bekämpfen können. Einverstanden. Eines der klingonischen Häuser gibt hier den Romulanern Rückendeckung und sie werden versuchen zu entkommen, bevor ihre Rolle in diesem Komplott aufgedeckt wird. Welches Haus mag das wohl sein? Einer der Klingonen, die wir auf dem Weg hierher getötet haben, trug eine Turnierschärpe. Wir sollten die Trainingsräume jedes Hauses in Dienst überprüfen und nach Beweisen suchen, die sie mit den Romulanern in Verbindung bringen. Hallöchen, Jens Karow. Schön, dass du da bist. Entschuldigung. Juhu. Wir werden diese Bedrohung gemeinsam aufdecken. Wir müssen herausfinden, welche klingonischen Kollaborateure Tarsen geholfen haben, Maven zu töten. Tarsen bekam Hilfe am Boden. Wir werden mit unserem Plan fortfahren, die Trainingsräume hier zu überprüfen, bevor die Schurken die Chancen haben, ihre Verbrechen zu vertuschen.
Durchsuchen Sie die Trainingsräume auf Hinweise. Nicht nur, dass die Klingonen viel reden, die verwenden ja hier sogar Wörter, die man von ihnen gar nicht gewöhnt ist, ne? Das heißt, suchen, Waffe, Beweis, töten, Tag, Schnitzel, Blutwein, Ehre. Wie war das aber bei Star Trek 6? Nur die höheren Klingonen können reden, die anderen können nicht mal sprechen. Ja, genau. Ich wollte eigentlich ins Dos und klingonischen Opernsänger spielen, aber es geht ja nicht. Da hätte ich die ganze Zeit das Let's Play singen müssen. Oh Gott. Da, hello, da, hello. Das Tolle ist, dieses Lied kann man selbst hackedicht noch singen, ne? Genau. Müssen wir echt mal machen. Du gehst so in eine Kneipe rein, säufst dir die Hacke weg und dann richtig laut, so mit 10, 20 Mann, ganz laut dieses Lied. Und schön die Becher. Und schön die Becher durch die Gegend schmissen. So, ich bin im Raum Nummer 1. Wir haben hier Kisten. Wir haben 3 Bänke. Wir haben noch mehr Kisten, die leuchten. Guck mal, das sind dieselben Schränke, wie die Föderations hat. Die kaufen alle bei Ikea. Ja, die sind nur braun. Andere Farbe halt, ne? Ja, und anderes Display. Aber ansonsten ist das Bilderregal 2482. Die Ausrüstung scheint in Handarbeit für ihre Kämpfer hergestellt worden zu sein. Ich hoffe, das ging nicht zu Lasten der Reichskasse. Nein, hat nur dem Steuerzahler Geld gekostet. Was ist das für Klingonen? Die machen sich Sorgen um Geld. Ja, immer. Ja, da. Hallo, hallo. Oh, ich sammle da oben. Ah, du sammelst, okay. Also hör mal. Suche. Die Butler des Hauses, das Konya, haben kunstvolle Gravur aus Tarkhaut. Sehen ansonsten aber völlig normal aus. Ich finde hier keinen Hinweis, dass sie mit dem Mörser in Verbindung bringen könnte. Mörser oder Mörder? Tritanium. Tritanium. Ich hab Tritanium. Warte mal, ich muss die Kiste noch untersuchen, ja. Vielleicht das Schiff damit legieren. Okay. So. Oh, hier ist ein offenes Kistlein. Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Seit Ruhrepente bin ich dem Haus des Torg gegenüber sehr misstrauisch. Und wie es aussieht, wollen sie jetzt schon das Turnier verlassen. Sehen sie sich dieses Chaos an. Wir müssen nach Hinweisen suchen, die sie mit den Romulanischen Mörder in Verbindung bringen. Ups, da unten liegt ein Romulanischer Disruptor. Ja, ich zeig schon drauf. Ganz komisch. Das sind Romulanische Waffen. Ich schätze, ihr Verdacht hat sich bestätigt. Es muss das Haus der Torg sein. Wir müssen den Hinweis beschlagnahmen und sofort den Rest des Hauses des Martoks warnen. Würde der uns warnen, wenn wir dann die andere Seite wären? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, da kommt. Oh, guck mal, schießen. Reda. So. Mehr. Zielschießen, geil. Ja, wir benutzen die Waffen und Worf benutzt das Maglet. Alter, also, das ist Worfs Waffe, ja? Ich glaube, die Waffe hat Worf selber erfunden. Die habe ich irgendwie nur bei Worf gesehen. Sirella und der Rest des Zanella und der Rest des Hauses des Martoks trauen um ihre Enkel. Doch jetzt muss ich auch darauf achten, dass Sicherheit eine Priorität bleibt. Als erstes werde ich ihnen einen Rekruten des Hauses schicken, die Kriegerin Be'elera. Sie wurde von mir selbst ausgebildet und wird ihre Crew im Kampf gegen das Haus des Torg unterstützen. Yeah. Geil, Omar. Nachdem ich hier schon Offizier Otze 4 gekriegt habe, gucke ich, was ich anderes nehme. Sind ja alles Taktikdinger. Kanonenwaffenschaden, Strahlenwaffenschaden, Torpedo. Persönliches Wawul-Kommandocode, den habe ich doch schon, oder? Habe ich schon Wawul-Kommandocode? Habt ihr Wawul-Kommandocode? Klar. Ich habe Kommandocode. Gut, dann bleibt mir eigentlich das Einzige übrig. Die Konsolen selber sind scheiße für mich. Kiste braucht kein Mensch. Code habe ich schon, also nehme ich den taktischen Otze 4. Otze 4? Ja. Für Rom und Ehre. Ist es eigentlich bekannt, ob Klingonen ihre eigenen Messer schnitzen? Oder ist das eher so traditionell bedingt? Es gibt die kaufen sie bei auf Kolos. Achso. Und Amazon. So. Gehen Sie Dorozana, Erwartungslevel. Was ist verborgen? Ne, halt schon mal, das war ja meine Mission.
Das war ja meine Mission. Wo sagen Sie, bist du so weit? Als nächstes kommt bei euch. Das Haus gewinnt immer. Echt? Genau. Cool. Die Jagd nach einem romulanischen Killer führt sie zu einer zu einem Battle-Turnier auf Forecast 3. Schon? Okay, verteidigen Sie mit der Klinge in der Hand Ihre Ehre. Ne, das ist dieses Optionale, wo du, wir sind eh schon hier. Du kannst jetzt hier das Battle-Turnier mitmachen und du kriegst dann diese Trophäe, die du auf dein Schiff setzen kannst. Bei mir steht sie schon. Sag schon, erster Platz mit Auszeichnung, ganz klar. Okay. Die Anforderungen sind hoch. Deswegen wir sind eh schon hier, deswegen können wir hier gleich das machen. Wir müssen nur in die Mitte gehen. Okay, akzeptieren wir doch mal. Die Vorstellung, dass ein klingonischen Haus mit Romulanern konspiriert, um das Haus des Martok anzugreifen, gefällt mir ganz und gar nicht, Lieutenant. Kommen Sie in die Keta Lowlands, Worf und ich würden uns geehrt fühlen, wenn Sie an Vince Hecktail teilnehmen würden. Was? An Vince Hecktail teilnehmen? Was? Ja. Hecktail? Das sind besondere Klingonen hier. Sobald wir unsere Familienangelegenheiten zu Ende gebracht haben, ich wusste, dass es ein Familiendrama hier ist, ja, können wir mit Worf und Kim Tha zusammenarbeiten und unseren Angriffsplan festlegen, akzeptieren. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir erst rausbeamen müssen, wieder reinbeamen müssen, weil eigentlich müsste der Worf hier stehen. Einmal raus, einmal rein. Hier kannst du nichts ansprechen, niemanden, ne? Nee. Also ich habe hier rechts nur stehen, ich könnte mit Kim Tha sprechen. Nee, ja. Eigentlich nicht. Also ich glaube, wir müssen hier rausgehen wieder rein, um das hier machen zu können. Weil eigentlich müsste aber auf 4 stehen, müsste sagen, geh auf das Feld und mach du tot. Geh hin, mach tot. Mach tot. Dann beamen wir mal raus. Tippe auf meinen Wollärmel. Ach ja. Habt ihr denn schon die neuen Sachen zu Star Trek Discovery gesehen? Alter, ich mach da mit. Ich bin so fame, ich mach da mit, ich kann alles. Ich hab die Serie geschrieben. Ach so. Ja, ach, du bist Brian Fuller. Okay. Ich bin alles. Ich bin alles. Ich bin Hauptdarsteller, ich bin alles. Hauptdarsteller, Raumschiff. Ich bin der Klingon, ich bin ich bin sogar der Sender. Das mir gehört sogar Netflix. So. Ich kenn alles. Also, ich kann nicht mehr runterbeamen. Ich auch nicht. Verdammt. Hat er kaputt, ja, dann nicht. Hat er kaputt gemacht, Arno. Ja, was hast du als Mission jetzt bei dir stehen? Haus gewinnt immer. Ja, das ist der Ruf, geht zu Keta Lowlands. Oder ich glaube, wir müssen das jetzt abschließen. Ich glaube, die Mission ist noch nicht ganz abgeschlossen in der Hinsicht. Gut, dann gehen wir mal zu Keta Lowlands. Können wir dahin transporten? Habt ihr genügend Geld? Ich transporte, ja. Ich kann 8000? Habe ich keine 8000? Du kannst auch direkt nach Kronos transporten, weil das ist ja eh auf Kronos. Ja. Ah. Gott, da kennt sie wieder jemand aus. Ja. Ich weiß nicht, warum ich den immer dabei habe. Wie wenigstens einer eine Ahnung hat, ne? Ja. Nicht zu gebrauchen, aber dafür geht's immer. So, ganz nebenbei schenke ich mir übrigens ein Wasser. Wasser schenke ich mir ein. Das Material des Lebens. Wasser. Aus der Leitung. Wasser. Für 9,50 Mark aus dem Klingonstore. Kauf dir jetzt Wasser. Kauf jetzt 1 Liter und einen halben Liter umsonst dazu. Ist der Block gratis dazu. So, herunterbeamen. Lady Sanella wartet auf uns. Ja. Yeah. Mit backfrischen Waren. Mein Gott, wie auch Worf immer hierher gekommen ist, der muss geklont sein. Den gibt's. Hallo, das ist Worf. Der macht kurz hier so à la Genie und der Bottle macht kurz. Genau. Macht einen auf Q und zack und ich bin da. Geht. So. Da hockt sie auf seinen Tank. Es sieht so aus, als ob die Mehrzahl des Hauses des Martok hierher zurückgekehrt ist. Fehlt da nicht ein Ist? Egal. Ja. Um den Tod von Ben zu gedenken. Es war der Erbe des Hauses, Captain. Ohne ihn sind sie schwach. Echt? Weak shall perish. Ja gut, Worf ist ja auch schon eine Pussy geworden. Also das Haus ist echt schwach geworden. Na, sollten Lady Sanella unseren Beileid für den Verlust aussprechen. Weiter. Halt. Ehre bitte. Langsam laufen. Sanella, können wir einen Kuchen backen? Thank you. Mit Sanella sprechen. Vielen Dank, dass Sie meinen Enkel zurückgebracht und meiner Familie geholfen haben. Wir hatten heute viele Besucher, die hier waren, um Events Leben zu ehren. Sind kommen zur rechten Zeit. Finde den Fehler.
für das nächste Ritual. Mirren war sehr traditionell, daher hatte Moore vorgeschlagen, ein Aqua